Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Was ist denn und ein das? Wunder, was ist denn das? Schönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, tarab, tap, 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 Nacht. Ja, zu kurz vergessen, wo der war. Und für alle, die es noch werden möchten, wir haben... Entschuldigung. Danke. Wir haben... etwas Besonderes, oh ja, sagen wir besonders. Wir haben etwas Besonderes hier auf diesem Kanal. Eine Premiere darf ich nicht sagen, aber ich habe nämlich nicht viel davon. Ein Lego-Technik-Set, nämlich ein altes Lego-Technik-Set. Sprich, es ist ein Lego-Technik-Set. Das, was heutzutage Lego-Technik nämlich ist, ist nicht Lego-Technik, sondern, und da muss ich Ihnen Held der Steine recht geben, es stimmt ja wirklich, Modelle aus Lego-Technik-Steinen gebaut. Aber die kennen sonst nichts. Und das ist zart. Und der schaut einfach super cool aus. Ja. Das ist der offizielle Formel 1 Ferrari aus dem Jahre Schnee, aus dem Jahr 2004. Ja. Ist schon ein bisschen... demoliert, weil manche kleine Sachen halt wirklich abgebrochen sind, dann merkt man, dass Plastik doch im Laufe der Zeit oder der Zahn der Zeit ein bisschen nagt, aber ich finde ihn trotzdem noch wunderschön und er hat ein paar coole Sachen. Ja. Das tollste Fahrrad der Welt mit 111 Tricks? Es ist das tollste Fahrrad der Welt mit 111 Tricks, ja. Und dafür, weil 111 ist da eine 1, das Set ist dreimal toll, also 100. Triple A Lego Technik. Triple One. Ich wollte mich jetzt eigentlich einfach nur mal kurz sagen, jetzt gar nicht so großartig reviewen. Ich weiß nur, für mich ist es eines der schönsten, ich weiß, emotionale Komponente, Kindheit, aber trotzdem eines der schönsten Lego Technik Sets. Und mir fällt gerade ein, am 1. August oder irgendwann ist ein Lego-Technik-Set rausgekommen, was mich nach ungefähr 20 Jahren wieder interessiert. Wurscht, jetzt geht's um das. Wir gehen ganz kurz auf die Funktionen ein und danach so ein paar Eckdaten und dann kann man vielleicht kurz erörtern, was bei Lego ungefähr alles falsch meint, okay? Ja, das... In einem Kurzreview. Also nehmt euch 2-3 Tage Zeit. Wir reden da mal kurz drüber. So. Zuerst einmal... Es hat eine Lenkung mit einer Hand-of-God-Steuerung. Das dreht sich wirklich, man muss halt nur, warte mal, können wir es auch so machen? Das dreht sich wirklich nur halt schon etwas nebenbei. Und jetzt ist natürlich auch diese Achse rausgegangen. Aber das ist okay, das ist alles live. Wir haben heute schon was demoliert. Wir haben heute hier schon etwas demoliert. Das ist nämlich lustig, weil vorher ist nämlich da hinten was angefallen. Und da merkst du halt wirklich, dein Lego wird alt. Aber es ist, und vor allem Technik, das sind Technikfunktionen, die da kaputt werden. Was soll denn bei einem Lego-Technik-Modell kaputt werden aus dem Jahr 2023? Da kann ich nichts hinwählen, weil das hat nichts. Prinzipiell eine Hand-of-God-Steuerung, das ist mir jetzt ein bisschen zu friemelig. Da hat man das im Cockpit, ja, das heißt wirklich so bei den Formel 1-Fahrzeugen, hat man das ultra coole Sportlenkrad. Hin und her dran, dreht sich halt jetzt dann nicht so, kommt man auch etwas schlecht hin. Jedenfalls die Reifen drehen sich. Das Ganze hat auch noch eine Differential. Und wie cool ist denn das? Bitte. Wir drehen dieses Rad in diese Richtung. Darauf achten, was mit dem anderen passiert. Ja, es dreht sich in die andere Richtung. Wie geht das? Durch Technik. Wenn es fährt, treibt es den Motor an und man hört es. Ja? Technik, wunderprächtig, Technik. Und das, was mir eigentlich als Kind am meisten fasziniert hat, war mal das da. Und, na komm her, das da, ausgibt. Sieht man einen 10-Zylinder, ja, der sich bewegt. Sieht man das? Oh, Leila. Ja, sieht man. Ja, Leila. Und das finde ich mega.
Im Großen und Ganzen war es das schon, aber das ist Technik, was da drinnen funktioniert. Ja? Ist ein bisschen staubig, ist uralt, macht nichts. Technik. Technik! Man muss das echt einmal ein bisschen so sehen. Wie gesagt, Lego haben wir ja schon alles zur Genüge erörtert, eher mehr als ich. Mhm. Lego Technik hat es bei mir in der Vergangenheit auch gegeben. Mhm. Nur. Ich muss den echt einmal auseinander. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Sets, wie, wer, wo, was war. Was ich noch weiß von früher ist, dass ich am liebsten mit den Maxeln irgendwas vollkommen anderes gespielt habe. Mit den Lego Technik Maxeln. Genau, das ist ja das nächste, was es nicht mehr gibt. Ja, Entschuldigung, das geht zu weit. Nein, schon lange nicht mehr. Deswegen ist ja der Preis so exorbitant für die Maxeln in die Höhe. Ich habe auch noch 3 oder 4. Aber das, ja. Nein, weil braucht man nicht. Weil Modell. Weil Modell und weil sowieso ein Blödsinn. So, jetzt sind wir ein bisschen am Ding angekommen, aber das macht nichts. Ich habe jetzt einmal kurz eine Seite meines Vertrauens aufgerufen. Und jetzt wird es spannend. Diese Seite mit der Setnummer 8386 war in der Reihe Racers, war damals nur ein bisschen anders, war nicht einmal Technik und ist mehr Technik als Lego Technik heute. Ferrari, veröffentlicht 2004, hat eine Teilezahl von 738, Bauzeit geschätzt 2 bis 3 Stunden, also ich habe da sicher als Kind länger dran gebaut. Ich habe es von meiner Tante einmal zu Weihnachten gefreut, also ich habe es damals nämlich gewünscht und habe es gekriegt und das war eigentlich mein Highlight von dem ganzen Weihnachten. Ich weiß nicht warum, ich habe Lego Technik nie so gefeiert, aber den habe ich damals irgendwie gesehen im Spielzeugkatalog, ich habe mich so verliebt. Der hat mir gefallen, den habe ich sicher irgendwo aufgebaut und gesehen. Offizieller Preis, das ist halt jetzt von Dollar, ja? $70. Sagen wir mal großartig, Zirkel. Ich schaue schon nach. Ja, schau nach, also es ist sicher ein bisschen mehr, also sagen wir, keine Ahnung, sagen wir 80, 85, sagen wir 85 Euro, circa, ja, aus der damaligen Zeit, als ein Euro noch ein Geld war. So wie der heute beispielsweise, um 281,51 Euro, bla 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 bla, egal, verkauft. Wenn man sich jetzt einmal überlegt, ein Lego-Set mit durchschnittlich, sagen wir mal 800, und das ist schon konservativ, also das ist zwar ein bisschen mehr geschützt, aber egal, mit durchschnittlich 800 Lego-Technik-Teilen, in dieser Größenordnung, naja, da zahlt man schon mal locker 150, 160. 140, 150. Das ist jetzt dann nur minimalistisch mehr. Und wenn man jetzt auch überlegt, wie viel Geld das damals war, also der Betrag, und wie viel Geld heute, na Alter, da stützt er die Hohe auf. Oder die nicht vorhandenen für die nicht so kopfbehaarten Menschen. Vergiss es, wenn du den Google ergibst, wie viel Dollar ist, oder wie viel, ja, wie viel Dollar ist ein Euro, dann findest Also, ein paar Antworten. Also ich weiß, vor allem zu der damaligen Zeit war der Kurs ungefähr, dass ein Euro, das war aber schon 2007, 2008 oder dergleichen, war ein Euro umgerechnet in Dollar, ein Euro sind ein Dollar und 10 Cent, 15 Cent, 20 Cent. Ich hätte jetzt 15, 20, ja. Genau, Euro immer stabiler gewesen. Wie es momentan ist, weiß nicht. Gut, jedenfalls, wirklich, wirklich cooles Teil. Und ist vor allem wirklich noch Lego-Technik. Da ist Technik da drinnen, da bewegt sich was. Ja? Da hat man Funktionen, da kann man zuschauen, wie der Motor arbeitet. Und das ist sehr schön. Heutzutage vermisse ich das leider ein bisschen. Das Einzige, das ist das Flugzeug, was ich, also die Captain Baloo Seegans, kann man eigentlich sagen, von Lego Technik, was am 1. August jetzt offiziell rausgekommen ist, oder am 1. Juli, weiß ich jetzt nicht, hat auch wieder Funktionen, aber davor war sehr, sehr lange einfach nur Modelle aus Technikteilen, wo sie vielleicht das Lenkrad bewegen und keiner aus.
Da hat man keinen Motor beim Renner zuschauen können, da hat man nichts mit Differenzial oder sonst irgendwas. Oder vielleicht, na, wage es doch ja nicht, eine Gangschaltung zu erwarten, hat er jetzt nicht, aber manche, die älteren Sets haben das, eine Gangschaltung zu erwarten oder eine Hydraulik oder sonst irgendwas. Das waren halt nur coole Sachen, wo man so ein bisschen die Technik verstanden hat. Leider Gottes ist dies nicht mehr der Fall. Aber egal, ich habe mein Ferrari trotzdem. Wenn man die Setnummer merkt, 8386 aus dem Jahr 2004. Coole Sache. Und für mich eines der besten und schönsten Lego-Technik-Sets aller Zeiten. Und ist nicht einmal Lego-Technik, sondern Lego Racers Ferrari. Gebaut aus Technikteilen. Insofern hat sich ja eh nichts geändert, ne? Gar nichts hat sich geändert. Nichts hat sich geändert, alles ist beim Alten geblieben, nur das Geld ist ein bisschen weniger wert. Lego ist eine alte und eine sehr arme Firma, habt ihr ein bisschen mehr Verständnis für die. Die verdienen nichts, die denen. Das ist traurig. Ja, dementsprechend riechen, schmecken, fühlen wir uns fast ein bisschen traurig am Schluss wurden. Verabschieden wir uns jetzt hier. Und ja. Und sagen, schaut euch weiter bei unserem Kanal um. Genau. Und wir riechen, schmecken, fühlen uns im nächsten Video wieder. Grüß euch. Es wird großartig. Und tüdelü.